Die Honigbiene und ihre Bedeutung. Die Honigbiene ist für unsere Artenvielfalt in der Natur von unglaublicher Bedeutung. Und diese Bedeutung wollen wir euch in diesem Film zeigen. Ab dem 20. Lebenstag beginnt die Arbeiterin ihre Tätigkeit als sogenannte Sammelbiene. Im Frühling und Sommer, wenn Bäume und Pflanzen Blüten tragen, fliegt sie los, um Nektar und Pollen zu sammeln. Wenn sie am Morgen ihren Ausflug startet, sucht sie sich eine gut aussehende Blüte aus und landet auf ihr. Unsere Biene hat sich eine Apfelblüte ausgesucht. Diese Blüte besteht aus Fruchtblatt mit Narbe und dem Staubblatt mit Pollen. Der Nektar befindet sich ganz unten in der Blüte. Unsere Biene saugt nun mit ihrem Rüssel den Nektar aus der Blüte und sammelt Pollen, die sie an ihren Hinterbeinchen in den sogenannten Höschen befestigt. Einige Pollen bleiben aber auch an ihrem Körper hängen. Wenn die Biene an einer Blüte den Nektar aufsaugt und in den Honigmagen verfrachtet hat, fliegt sie zur nächsten Blüte. Sehr interessant ist die Tatsache, dass die Biene den ganzen Tag genau die gleichen Blüten anfliegt. Unsere Biene steuert also am heutigen Tag ausschließlich Apfelblüten an. Während sie nun erneut Nektar von anderen Apfelblüten sammelt, bringt sie gleichzeitig Pollen, die an ihrem Körper von vorherigen Blüten kleben, an die Narbe dieser Blüte. Diesen Vorgang nennt man Bestäubung. Die Bienen machen die Bestäubung aber nicht absichtlich, aber für uns Menschen und für andere Tiere ist die Bestäubung der Bienen sehr wichtig. Denn nur durch die Bestäubung der Blüte kann daraus am Baum die Frucht entstehen. In unserem Fall wächst aus jeder bestäubten Blüte ein Apfel. Die Äpfel dienen vielen Lebewesen zur Ernährung. Zum Beispiel liegen Igel, Würmer und Mäuse Äpfel. Im Winter ernähren sich auch gerne Vögel von den Früchten. Gefressene Samen werden von den Tieren dann wieder ausgeschieden. Aus diesen Samen kann nun an anderen Stellen ein neuer Apfelbaum wachsen. Die Jungpflanzen bieten wiederum Nahrung und Lebensraum für weitere Bienengenerationen. So schließt sich dann der Kreis. Und wisst ihr was? Ohne Bestäubung gäbe es nur maximal ein Fünftel des gesamten Obstertrages. Also wenn unser Apfelbaum 100 Äpfel dank der Bestäubung durch Bienen tragen würde, hätte er ohne Bienen nur maximal 20 Äpfel. Das gleiche gilt für alle anderen deutschen Obstsorten. Deshalb ist es ganz wichtig, Bienen zu schützen.